Dragonius Go! Let's play! Wir haben wieder mal unser Bestiarium vervollständigt. Und jetzt wollen wir euch mal unsere Ausbeute zeigen, in Form der kleinen Videoanimationen, die im Spiel laufen. Am Anfang sehen wir Froschus, auf Englisch Frogus. Yep, und er ist vom Typ Wasser. Danach haben wir Froschissimo, auf Englisch Frogissimo. Die Weiterentwicklung, eine nochmalige Weiterentwicklung gibt es nicht. Auch Typ Wasser. Genau, ebenfalls Typ Wasser. Zwei lustige Gestalten. Dann haben wir Beardrill. Yep. Auf Englisch Beardillo. Vom Element Erde. Dies ist die Entwicklung von Beardrill Shamurf. Auf Englisch auch Shamurf. Genau, ebenfalls vom Typ Element Erde. Ja, auch eine lustige Gestalt. Ja, ich weiß gar nicht, wem der jetzt so ähnelt oder was es sein soll. Eine Eichel oder? Nee. Irgendeine Frucht, hm? Wahrscheinlich. Bananenschale auf dem Kopf. Jetzt haben wir Tropf. Auf ein niedliches Wesen. Ein Wasser-Pokémon? Ja, hier sage ich schon Pokémon. Monster. Wassermonster, ja. Im Englischen Dribble. Das ist in der englischen Spielversion Dribble genannt. Es folgt jetzt Bächlein. Dies ist, wie man sieht, die Weiterentwicklung von Tropf. In der englischen Version auch Sprinkle genannt. Ebenfalls Typ Element Wasser. Klatsch schön in die Hände. Anschließend weiter geht es mit Geistus. Ebenfalls von Typ Wasser. Und im englischen Spiel wird er genannt Spiritus. Warum auch immer. Einige Namen sind im deutschen und im englischen Spiel gleich. Hier aber Deutsch Geistus, Englisch Spiritus. Dann Tornados, die Entwicklung von Geistus. Yep. Auch von Typ Wasser. Und heißt im Englisch auch Tornados. Ähnelt wie eine Muschel. Ach, guck mal, was er unter dem Kopf versteckt hat. Ah. Und das ist kleine Vögelchen. Mummyween. Mummyween. Vom Typ Feuer. Ach ja, das erste Feuerelement. Jetzt ist ja auch bald Halloween, passt ja. Im Englischen auch Mummyween genannt. Hier unten sieht man schon gleich die Weiterentwicklung. Hier wird als nächstes kommen. Dann haben wir Dummyween, im Englischen auch Dummyween. Auch vom Typ Feuer. Könnte es auch Kürbiskopf nennen oder wie auch immer. Passt ja wunderbar zum jetzigen Halloween. Ja, in unserer Liste sehe ich gerade schon, jetzt kommt auch ein lustiger Name als nächstes. Ohrenbluff. Ohrenbluff. Earbart im Englischen. Vom Typ Luft. Auch hier sieht man schon wieder die Weiterentwicklung, die wir gefangen haben. Ich lasse jeweils immer die vollständige Animation durchlaufen. Bei der jetzigen Entwicklung handelt es sich um Orenum. Ist auch von Typ Luft. Ear-Augt im Englischen. Etwas größer als Ohrenpluff. Sieht auch irgendwie lustig aus.
Also die Animationen sind wirklich gut gelungen im Spiel. Dann Axolan. Das ist von einem ganz anderen Typ. Von Arcana-Typ. Ja, bekommt man nur in der Arcana-Welt. Also ihr wisst schon, durch die Portale durch, in die Arcana-Welt. Nur dort zu fangen. Das war auch, glaube ich, mein erstes Monster in dieser Welt. Axolan. Grandalottl. Im Englischen auch Grandalottl. Ja. Auch von Typ Arcana. Auch nur in dieser Welt zu fangen. Ähnelt wie so eine, also sieht aus wie so eine Art Katze oder Hund. Mhm. Ach, gleich kommt ein lustiger. Weit verbreiteter. Jetzt geht es weiter mit Potty. Potty ist von Typ Feuer. Ja, der kleine Feuerkessel. Im Englischen. Ebenso Potty? Ja. Man sieht auch gleich die zwei Weiterentwicklungen. Also Potty hat insgesamt drei Entwicklungen. Es werden einige Monster kommen, die vier Entwicklungen haben. Das freut uns natürlich sehr. Dann haben wir Feuerkralle. Oder Fürkralle. Wahrscheinlich soll es Feuerkralle heißen. Das ist wahrscheinlich ein Druckfehler im Spiel. Fürkralle macht irgendwie keinen Sinn. Sollte sicherlich Feuerkralle heißen. Oder Feuerkralle. Weil im Englischen heißt es ja auch Firepaw. Auch von Typ Feuer? Es sind einige Namen im Spiel, die noch irgendwie schlecht übersetzt wurden. Wird sicherlich eine Änderung kommen. Dann haben wir Labion, die letzte Stufe von Potty. Im Englischen wird es auch Labion geschrieben. Ja, der Name sagt es ja schon, mit seinen Lava-Haaren. Coole Gestalt. Blechgerippe mit Lava. Ach, jetzt kommt ein Freund von dir, gell? Den magst du, glaube ich. Ja, das ist einer meiner Lieblingsmonster. Er ähnelt einem Wischmopp. Mhm, einen bunten Wischmopp, genau. Element Luft. Das war einer meiner ersten Monster. Der spawnt auch ziemlich oft, also genauso wie Potty. Potty vergleiche ich ja mit Pokémon Go, Taubsi und Habitak so. Dann geht es jetzt weiter mit Ariba. Erwehr oder so, ja, Erwehr. Auch Element Luft. Blöd übersetzt, da hätten sie noch einen schönen deutschen Namen nehmen sollen. Man sieht auch von Typ Luft. Ja, man sieht im Englischen auch Erwehr. Mhm. Jetzt folgt gleich Eskimo. Das 20. Monster im Dex. Im Englischen auch Eskimo. Auch von Luft. Also, die ganze Entwicklungsstufe von Sunzi heißt alles im Englischen genauso. Wie im Deutschen, genau. So, ich sehe jetzt schon, wer als nächstes folgt. Dann haben wir Stachelrücken. Er hat auch viele Stacheln an seinem Körper. Ja, im Englischen Spikeback. Vom Typ Arcana. Den kann man auch nur in der Arcana-Welt fangen. Hier unten schon zu sehen die Vogelscheuche. Was als nächstes kommen oder folgen wird. Da ist jetzt sie, ja. Vogelscheuche, im Englischen Scarecrow. Yep. Auch von Typ Arcana. Man sieht, ich habe schon einige gefangen. Ähnelt ein bisschen Mirapla aus Pokémon Go. Mirapla hat ja wie so Blätter auf dem Kopf. Ja, wir haben schon einige mit guten WEPs. Mittlerweile befinden wir uns im 21. Level jetzt und du im 15. jetzt, ne? Ja, im 15. Rookie! Auch ein niedlicher Kerl. Im Englischen genauso Rookie genannt. Dann auch von Typ Arcana. Unten sieht man schon die Entwicklungen Marit und Genie.
Ich weiß nicht, was es sein soll. Eine Katze wahrscheinlich. Dann. Das ist die Weiterentwicklung, wie eben schon angesprochen. Im Englischen Merit wahrscheinlich. Auch ein Hyperkana. Das sind sehr häufig zu fangende Monster in der Arcana-Welt. Jetzt kommen wir zu einem Monster, was gar nicht so was gar nicht so häufig in der Arcana-Welt kommt, sondern eher selten. Ja, es ist ja die dritte Stufe, die dritte Entwicklung. Auch in Englisch, im Englischen Genie und auch von Typ Arcana. Dann kommen wir zu Dwandflor. Wie man unten sieht, wir haben ihn nicht ganz gefangen, nur schon mal gesehen. Er ist uns leider geflüchtet. Einen von beiden jetzt. Also man sieht, es ist schon die Entwicklung von etwas. Element Erde. Übrigens. Weiter geht's mit Brownie. Brownie wird im Englischen auch Brownie geschrieben. Auch, also vom Element Erde. Gefolgt jetzt von Brack, der zweiten Evolutionsstufe. Auch im Englischen Brack, auch vom Typ Erde. Und man sieht schon den Schatten Schapjan. Einmal war der wild zu fangen. Ich habe ihn natürlich gefangen. Ich natürlich nicht. Da ist er. Champion. Auch im Englischen Champion. Auch von Typ Erde. Richtig. Gefangen 0. So, ich sehe, jetzt geht's mit Blumen weiter. Blümix. Der 31. Dex-Eintrag. Im Englischen Flory. Yep. Auch vom Typ Erde. Flory. Ebenfalls mit 3 Evolutionsstufen. Wobei mir die mittlerste irgendwie besser gefällt, so am besten. Plantix. Idefix, Gartenix, Canix, Plantix. Jetzt kommen wir zu Plantix. Plantix. Ist in der Animation wesentlich größer dann als Blümix. Im Englischen Plantic, auch vom Typ Erde. Und als drittes, man sieht es ja schon unten, Gartenix, die dritte Entwicklungsstufe. Sieht so aus wie eine Orchideenblüte. Gartenix. Im Englischen Gardrag. Auch vom Typ Erde. Verschließt sich, also die Animationen sind wirklich sehr gut gelungen in diesem Spiel. Dann geht's weiter mit Blatt. Im Englischen Leaflet. Ja, oder Leaflet. Auch vom Typ Erde. Man sieht dann schon unten die Weiterentwicklung. Die dritte Evolutionsstufe haben wir leider noch nicht gefangen oder entwickelt. Das kommt vielleicht Bright. Da ist Dryad. Im Deutschen wie im Englischen der Name so, auch vom Typ Wasser, Typ Erde. Mann, oh Mann. Es gibt übrigens als kleine Information noch nebenbei 25 Monster pro Welt oder pro Typ. Also 25 Feuer, 25 aus der Arcana-Welt, 25 vom Element Wasser, Erde, Luft.
Also gut und gerecht aufgeteilt. Jetzt kommen wir zu Dumpacks. Ja, ich blätter mal in unserer Liste hier um. Wir haben übrigens den kompletten... Im Englischen... Steampal. Bestarium. Vom Typ Feuer. Auf Papier. Alle Entwicklungsstufen schon gefangen oder entwickelt. Dann sind wir schon unten. Jetzt kommt Dampfei. 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 Hellsailer auf Englisch. Man auch sieht's. Element Feuer mit seiner fetten Wampe hier. Er wurde nicht gerade sehr stabil gebaut, so oft wie er seinen Kopf oder seinen Bauch festhalten muss. Rostiger. Aber schöne Animation jetzt mit der Tür hier unten. Cool gemacht. Dann Stahlmann. Stahlmann. Im Englischen Iron Guy. Vom Typ Feuer. Schaut euch die Animation an. Der hat ja in seinem Backofen hier. Was war das jetzt? Ein Kuchen drin oder so? Aber man sieht es gleich nochmal. So, Klappe auf. Oh, ein Schlecker, Schlecker, Schlecker. Geburtstagstorte, ja. Schön gemacht. Shroomy im Englischen vom Element Luft. Die Entwicklungen haben wir beide noch nicht. Entwickler haben wir wirklich bei. Ne, warte mal, doch, jetzt kommt Tansewind. Als nächstes. Den hatte ich heute gefangen oder gestern gefangen. Wird gleich als nächstes kommen. Tansewind. Frisch gefangen und noch das Video mit eingearbeitet. Man sieht es klar zu erkennen. Giftiger Pilz. Im Englischen Wind Dance. Yep. Auch Element Luft. Die dritte Evolutionsstufe habe ich jetzt nur hier im Englischen stehen. Mushtopia. Dann kommen wir zu Princei. Im Englischen und im Deutschen so ausgesprochen vom Element. Erde. Erdbeam wird gleich als nächstes folgen, wie man hier unten schon sieht. Sieht aus wie so ein Zauberer. Blau. Ja, ja. Mit so einem blauen Hut. Erdbeam. Earthborn im Englischen. Auch ebenso Element ja. Erde. So, folgen wird jetzt die 46, glaube ich jetzt. Pinientopf. Die Vorstufe haben wir beide leider noch nicht. Die Vorstufe im Englischen Acornling, Element Erde. Und selbst im Englischen Hopbear. Hopbear, yeah. Element Erde. Folgen wird jetzt gleich Blümtier. Im Englischen Parabeast genannt. Pinientopf. Ja, so ein Pinienzapfen. Da kommen wir zu Blümtier. Yep. Ziemlich niedlich. Parabeast im Englischen. Ist momentan mein drittstärkstes Monster. Lustige Animation. Krabbelt sich an den Füßen. Gleich geht's mit ein paar Wassermonstern weiter. Überwasserjahn. Over. Wie heißt es hier? Ober. Over Aquane. Im Englischen. Element Wasser. Zweite Entwicklungsstufe wäre jetzt, wie gleich auch folgend, Mittelwasserjahn. Die dritte Entwicklungsstufe haben wir beide leider noch nicht. Ich weiß schon, wie sie aussieht. Die fehlenden Entwicklungen wird in einem separaten Video nochmal kommen dann. Ich glaube, die letzte Entwicklung hieß Unterwasserjahn. Ja. Im Englischen heißt es ja Undersquane. Also gehe ich auch davon aus, dass es dann Unterwasserjahn heißt. Also ich sag mal noch nichts, bevor ich irgendwas Falsches verrate hier. Heute gefangen, nee, gestern gefangen. Fürling. Firefly im Englischen. Natürlich vom Element. Feuer.
Was soll das darstellen? Eine Libelle? Eine Biene? Moskito. Moskito. Mit ihrem Nektarnapf. Weiter geht's mit Gamayun. Gamayun. Im Englischen. Ebenso. Auch Gamayun. Vom Typ Luft. Hat nur eine weitere Entwicklungsstufe. Harpie. Wird gleich folgen. Spawnt auch ebenfalls sehr oft in der normalen Welt. Harpy hier. Etwas erwachsener geworden, das kleine Küken. Harpy im Englischen. Also ich finde, Harpy ist ziemlich stark. Ich habe schon oft gegen sie gekämpft. Im Duell der Magier oder als sie angegriffen wurde. Und es ist ziemlich stark für mich. Dadurch war noch schwächer und Pokémons. Angston gefällt mir persönlich sehr gut, dadurch, dass es sehr gut animiert ist, die leuchtenden blauen Farben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie gut er danach aussehen wird. Ich habe zwar die Animation schon, also die Animation nicht, aber ich habe schon Fotos gesehen von den weiteren Evolutionsstufen. Dann wollen wir den jetzt eigentlich, den 60 Angston, im Englischen übrigens Spooky genannt, also Element Luft. Also nicht Wasser, sondern Luft. Dann Vampiro. Vampiro, im Englischen genauso Vampiro. Nur zu finden in der Arcana-Welt. Entwicklung wissen wir nur in englischen Namen. Dracul, ich habe heute einen Schatten gesehen, ich konnte es leider noch nicht fangen. Das war in einem Wohngebiet, da konnte ich leider nicht über den Zaun springen. Irgendwann hört es dann auf. Jetzt geht es weiter mit Batoid. Batoid. Im Englischen genauso Batoid. Element Wasser. Ist so ein schöner Rochen, Manta, wie auch immer. Ähnelt Mantax aus Pokémon Go. Folgen wird gleich Mantari. Da ist er. Schon zweimal übrigens gefangen. Mantari sieht auch ziemlich cool aus. Ja, schöne Animation. Zwei solche Flossen. Gefällt mir. Dann geht es jetzt gleich weiter. Folgen wird irgendwie so eine hässliche Gestalt. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber mein Geschmack ist es nicht. So eine alte Oma oder alter Opa, ich weiß es nicht. Advise. Advise. Aus der Arcana-Welt. Chroma Buckel. Weiterentwickelt. Ja, Entwicklung. Heißt im Englischen. Absolern. In Deutschen. Wissen wir nicht, wie es leider, heißt. Leider noch nicht, nein. Da habe ich es leider nicht gefunden. Jetzt Infalisk. Ein ziemlich lustiger Bursche. Yep. Im Englischen auch Infalisk. Was soll das sein? Ein kleines Vögelchen mit Dinosaurierfüßen? Ich weiß es nicht. Schöne Farben. Element Wasser. Einer der 25 Wassermonster. Dann kommen wir zu Minor. Minor. Wir gehen jetzt zu Fallhor. Fallhor und weiter geht's Mehlhor. Die dritte Stufe. Im Englischen heißt es auch Minor. Dann auch um zu Wasser. Übrigens noch von Infalisk. Die zwei weiteren Stufen werden dann Puerolisk und Basilisk. Im Englischen. Jedenfalls im Englischen, aber da Infalisk ja. Dann kommen wir zu Fallrohr. Also ebenfalls vom Typ Wasser. Auch irgendwie niedlich. Ja, Mehlhor kommt gleich und da kannst du was berichten. War der aus dem goldenen Ei? Ja, der war aus dem goldenen Ei. Das ist jetzt mein stärkstes Monster. Aus dem ersten goldenen Ei, was Maurice fangen konnte unterwegs. Die Augen sehen auch irgendwie furchterregend aus. Ähnelt ein bisschen aus Pokémon Go Arbok. Ja. Wer es nicht weiß, ist diese lilane große Schlange. Also Maurice, seine Werte sind auch sehr gut. In einem weiteren Video werden wir mal unsere stärksten Pokémons auch nochmal zeigen dann und darüber berichten dann auch über die Stärken.
Demon Star. Im Englischen genauso ein Dämon, auch Demon Star, Element Feuer. Die Vorstufe wäre Incubus und der Nachfolger wäre Tempter. Im Englischen auf jeden Fall. Wie es im Deutschen dann heißen wird, das weiß ich noch nicht. Vielleicht weiß das ja schon einer von euch und kann uns die fehlenden Namen im Kommentar vielleicht unten nochmal zufügen. Das wäre nett. Flauschhorn. Zwei weitere Entwicklungen. Die zweite wird gleich kommen. Auch ganz frisch gefangen. Deswegen sieht man es hier unten noch nicht. Typ Element Luft. Als wir es das erste Mal gesehen haben, das war in der Nähe von einem Lidl. Und wir konnten es anklicken. Ich habe es gefangen mit dem ersten Treffer. Das war, glaube ich, von zwei Bällen. Bei mir leider geflüchtet. Beim ersten Ball. Übrigens Flauschhorn im Englischen Fluffykorn. Jetzt sehen wir Sturmhorn im Englischen Erikorn. Und in der dritten Entwicklungsstufe Hippofly. Jetzt geht's weiter gleich mit Jellyhead. Im Englischen und Deutschen ebenso. Jellyhead, Element, Typ Wasser, richtig. Wird gefolgt dann von Tentahead als zweite Stufe und die Nummer 83 dann Crystalhead. Im Englischen, wahrscheinlich wird's im Deutschen auch so sein, weil die erste Stufe ja auch schon so heißt. Ebenfalls heute ganz frisch gefangen, Kidra. Ähnelt vielleicht ein bisschen Dodri aus Pokémon Go. Ja, könnte man vergleichen. Schlüpft gerade aus dem Ei, wie man es hier sieht. Element Feuer hat noch eine Stufe und die Weiterentwicklung ist dann die Hydra. Weiter geht's mit Hurricdyne. Im Englischen Stormdyne. Die Vorstufe wäre Undine oder Undyne. Element Luft. Dann gleich geht's weiter mit einem ziemlich lustigen Kerl. Ähnelt ein bisschen wie ein V, wenn ich jetzt die Arme so sehe. Phylo! Im Englischen wie im Deutschen Phylo. Typ Element Erde. Schöne Animation, wie er sich da lustig so einrollt. Die Entwicklungen haben wir auch nur im englischen Namen. Also die erste Entwicklung von ihm ist im Englisch Dao. Und die zweite Yogi. Yogi wie unser Trainer. Typ Element Erde, ebenso alle drei. Fußballtrainer. Weiter geht es mit dem Troll. Leider haben wir die erste und die dritte Entwicklungsstufe noch nicht. Die erste wäre Discuir. Und der dritte wäre Grendel. Wie auch immer er aussehen wird. Folgt in einem der nächsten Videos dann. Typ Element Erde. Ob er stark sein wird, wird sich im Spiel noch zeigen. Das ist übrigens mein Lieblingsmonster gerade im Spiel, weil es auch gleich mein stärkstes ist mit 1100, 1200 WPs. Chesia. Also wenn der jetzt schon 1200 WPs hat bei mir, dann möchte ich nicht wissen, was er in der dritten Evolutionsstufe bekommen könnte. Auch Chesia. Kommt um Luft. Entwicklungen heißen im Englischen Pillowcat und Bayoun. Element, dann geht's weiter mit Rosie. Element Luft. Rosie, die sieht man schon hier unten in der Animation. Hat vier Entwicklungen. Der Platz reicht gar nicht aus. Man kann dann rüber scrollen. Rosie, im Deutschen wie im Englischen, ebenso nur in der Arcana-Welt zu fangen. Die Entwicklungen im Englischen Softtail, Sharptail und Rosebud. Rosebud. Dann geht's weiter mit Maglat. Wir sind gleich am Ende unserer Wesenliste. Maglat im Deutschen wie im Englischen gleich, auch nur zu fangen in der Arcana-Welt. Auch vier Entwicklungen. Ja, folgen wird dann gleich Snailin. Die dritte Stufe, die Nummer 115, wird dann Twist sein. Und die vierte? Curly. Auch vom Typ Arcana. Dann wird gleich was Süßes folgen. Noch nicht verraten, Maurice. Ein niedliches kleines Geschöpf. Ich habe sie, glaube ich, noch gar nicht, oder? Nee, ich habe die. Das ist eines der süßesten Monster, die ich kenne. Süßkatze!
Cutty Cat im Englischen. Auch 4 Stufen vom Typ Arcana. Die Entwicklungen im Englischen. Mantikit. Ja, die 118, ja, die 119, Tigerman und die 120 dann. Manticore. Weiter geht's mit Inur. Soll auch eine ganz starke Gestalt sein. Also ich habe schon WP-Werte gesehen, die reichen über 2000 irgendwie. Also im Englischen wie im Deutschen Inur, auch nur zu fangen in der Arcana-Welt. Da müssen wir uns leider den Ende zuneigen. Morgoroth, das war's jetzt auch schon. Ist die weitere Stufe dann. Die weiteren Monster in einem nächsten Video von uns dann. Tschüss. Tschüss.